Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir schauen uns jetzt kurz das Thema Teststufen an. Also das heißt, welche Sorten von Tests gibt es auf der Modulebene, auf der Integrationsebene oder auf der Systemebene. Und davon handelt dieses Video. Viel Spaß! Es gibt einen Herrn Beam, vielleicht ganz kurz zu Barry White Beam, der ist auch, genauso wie Herr Dijkstra, auch einer der Gottväter, kann man sagen, des modernen Software-Engineerings. Herr Beam hat im Jahr 1981 oder 80 vielleicht ein sehr bekanntes Buch geschrieben, Software Engineering Economics, also der war so der Erste, der sich also umfangreich Gedanken über das Thema Geld und Software Engineering gemacht hat. Und wie gesagt, das V-Modell hat der erfunden. Was hat denn Herr Beam sich ausgedacht? Erstens, er unterscheidet zwischen Verifikation und Validierung. Verifikation, ich teste gegen meine Spezifikationsdokumente oder gegen meine User Stories von mir aus. Und Validierung, ich teste gegen die Nutzerwelt. Und die Idee bei ihm war jetzt, ich verfeinere meine Anforderungen und überlege mir daraus einen Grobentwurf, einen Feinentwurf, einen Modulentwurf und irgendwann eine Implementierung. Und auf jeder dieser Verfeinerungsstufen, also angefangen vom sehr groben, oder man könnte sagen die Dekompositionsstufe, nicht? Also ich zerlege das System grob in Komponenten und zerlege das dann immer weiter, bis ich irgendwie bei Klassen oder C-Funktionen bin. Und auf jeder dieser Verfeinerungsstufen habe ich auf der Gegenseite eine Teststufe. Das heißt, ich entwerfe Module, schreibe eine Klasse und dann mache ich einen Modultest. Oder ich baue sozusagen kleine Subsysteme und dann integriere ich die in den Integrationstest. Oder ich mache eine Gesamtsystem-Spezifikation und mache einen Systemtest gegen diese Spezifikation. Also deswegen, sie testen sozusagen vom Feinteiligen ins Grobteilige. Und sondern dieses Testkonzept, das hat sich der Herr Beam ausgedacht. Und das ist das V-Modell. So, und jetzt können wir uns die Stufen mal anschauen. Wir gucken uns das mal Modultest, Integrationstest, Systemtest mal genauer an. Also, Modultest, was ist das? Das kennen Sie schon. Und zwar, Sie haben eigentlich seit dem ersten Semester oder spätestens seit dem zweiten Semester haben Sie mit JUnit zu tun. JUnit ist sozusagen ein Testframework, das haben sich die beiden Herren hier ausgedacht. Der Kent Beck hat ein in Smalltalk geschriebenes Unit-Testing-Framework erfunden und der hat sich wohl irgendwann mit dem Erich Gamma getroffen. Der Gamma hatte sich damals in Java eingearbeitet und dann haben die beiden gedacht, dann dachte der Gamma, naja, ich bringe dem Beck mal ein bisschen Java bei und der Beck dachte sich, dann bringe ich dem Gamma mal ein bisschen Unit-Testen bei und dann ist JUnit entstanden. Sonst gibt es noch so diverse Sagen, dass die Herren auf einen Berg in den Schweizer Alpen gestiegen wären oder in ein Flugzeug auf Ideen gekommen wären. Also man kann da noch so ein bisschen Gründungsmythos drumherum machen. Diese beiden Herren sind die beiden bekanntesten Software-Ingenieure, die es gerade noch gibt. Herr Beck hat das Extreme Programming erfunden und Herr Gamma ist einer der vier Autoren der Design Patterns. Und zwar also dieses ersten Kataloges aus 1994 mit den 23 Patterns wie Adapter, Observer und so weiter. Das kennen Sie alles aus Programmieren 1 bis 3. So, also und wie gesagt, die haben JUnit erfunden und das ist so eines bekanntes Framework, um auf der Modulebene zu testen. Also sie testen die kleinsten Einheiten, die sie in der Software haben. Testobjekt, wie gesagt, eine Klasse, ein Modul, ein Haufen C-Funktionen, was sie gerade da haben, was ihre Programmiersprache hergibt. Und die Dinger testen sie isoliert. Also nicht in einem Gesamtzusammenhang, nicht im gesamten System, sondern sie testen die Java-Klasse oder die C-Funktionen möglichst isoliert, unabhängig von allen Nachbarn. Und sie testen normalerweise auf der Maschine des Entwicklers. Also das heißt in ihrem IntelliJ mit ihrem Gradle-Skript oder mit Maven. Oder sie testen mit, ich glaube, Jasmine ihr JavaScript-Programm oder in NUnit ihr C-Sharp-Programm, also was sie wollen. Und sie testen normalerweise vom Check-in, das heißt sie testen entweder manuell oder mit dem Tool. Aber wichtig ist, Sie müssen natürlich sicherstellen als Entwicklerin oder Entwickler, dass Ihr Source-Code, den Sie einchecken, auch läuft, bevor Sie den einchecken. Alles andere wäre ein bisschen frech. Und Sie können Teile davon automatisieren. Die Namen habe ich schon genannt. Also JUnit als Erfindung der beiden Herren da, NUnit für C#, TestNG ist, glaube ich, auch Java, Jasmine für JavaScript, also für jede Programmiersprache kriegen Sie da was und den Lehrbeauftragten, wir hatten mal einen Lehrbeauftragten, der hat sozusagen das Verfahren für PHP mitentworfen, zusammen mit dem Sebastian Bergmann zusammen, der Stefan Priebsch, der hat im Master mal Vorträge gehalten.
Also wir hatten schon ein sehr prominentes Volk bei uns anwesend. So, was sie machen, die Umgebung mocken sie zum Teil. Das heißt, sie überlegen sich, naja, bevor ich jetzt das Produktivsystem mitteste, mit meinem kleinen Testtreiber, dann mache ich so eine Dummy oder ein Mock oder Simulation von dem Produktivsystem. Also das heißt, so Mocking-Frameworks wie Mockito sind da sehr verbreitet, um sowas zu machen. Ich teste mit 3, 4, 5 Datensätzen, mit Dummy-Daten und natürlich nur mit einem Client. Sie machen jetzt also keinen Lasttest oder irgendwas und sie testen auch nicht mit 3 Millionen Kundendaten, sondern mit 3,5 bis 5 Datensätzen. Und Ziele, sie wollen nachweisen, dass dieses kleine Teilchen in der Software korrekt funktioniert. Also wenn das schon nicht korrekt funktioniert, kann der Rest ja auch nicht funktionieren. Also wollen sie für einen isolierten kleinen Bestandteil nachweisen, dass der korrekt ist. Und auch robust reagiert auf Fehlerannahmen, Eingaben oder auch auf Fehlersituationen korrekt reagiert. Also was ich sehe, auch dieses Dead Programs Don't Tell Lies fällt so ein bisschen in diese Ecke, dass sie das Programm auch sauber runterfahren, wenn eine seltsame Situation entsteht, wo das Programm nichts mehr machen kann. Vielleicht testen sie schon so eine gewissen Effizienz, also können sie gewisse Effizienztests machen. Denkbar wäre zum Beispiel, JUnit liefert ihnen Laufzeiten für die Unit-Tests und auch da könnten sie über die Zeit überwachen, ob die Laufzeiten deutlich länger geworden sind. Das wäre ein Indikator für Performance-Probleme. Und was sie machen könnten, aber nicht müssen, ist, sie versuchen es mit Test-Driven-Development zu machen. Dann würden sie sogar den Testtreiber in JUnit beispielsweise schreiben, bevor der Produktivcode entsteht. Aber da scheiden sich die Geister, ob das wirklich eine gute Idee ist. Das können sie so rum oder so rum sehen, je nachdem, welcher Schule sie angehören. So, Integrationstest ist, jetzt haben sie die kleinen Atome und jetzt setzen sie die Atome zu Molekülen zusammen. Das heißt, sie versuchen da eigentlich sozusagen die Bestandteile, die sie haben, also mehrere Klassen, eventuell mit irgendwelchen Teilkomponenten schon, vielleicht schon mit ein bisschen Hardware zusammenzusetzen. Und sozusagen, sie bauen jetzt aus den kleinen Atomen jetzt stufenweise das gesamte System auf. Sie können sich vorstellen, dass das bei großen Systemen ein paar mehr Stufen sind, bei einfachen Systemen vielleicht nur eine Stufe. Und sie haben eventuell einen extra Rechner für sowas, vielleicht auch den Entwicklungsrechner. Also möglicherweise haben sie in der Build-Pipeline einen Akzeptanztestrechner, der sowas macht. Also das wäre sozusagen in dem Continuous Delivery so die zweite Teststufe, die sie machen könnten. Also ein Rechner, wo sie sozusagen anfangen, verstärkt Ende-zu-Ende-Tests zu machen. Also Teilsystem teilweise zusammensetzen, um zu gucken, ob die Schnittstellen stimmen. Man kann da was automatisieren, man kann JUnit nehmen, man kann vielleicht ein bisschen grobteiliger mit Behavior-Driven Development oder Acceptance-Test-Driven Development, so mit Cucumber beispielsweise testen. Auch da streiten sich die Experten, ob das wirklich eine gute Idee ist oder nicht. Wie gesagt, so dieses Given-When-Then kommt aus dieser Cucumber-Ecke und damit würden sie versuchen, ihre Akzeptanzkriterien als Testfälle durchzusetzen. Und wie gesagt, das testet ja zum Teil schon von der Oberfläche durch oder von der schon integrierten Systemteilen. Deswegen ist das hier eine Integrationstest-Geschichte genannt. Ich kann versuchen, Teile noch mit zu monitoren. Ich logge das SQL mit, ich gucke mir das Verhalten des Systems über Monitoring-Komponenten an. Und wie gesagt, was ich rausfinden will, das ist eigentlich der wichtige Teil. Ich will rausfinden, funktionieren die Komponenten oder die Teile, die Klassen im Zusammenhang. Das heißt, spielt das Zeug jetzt richtig zusammen und damit decke ich Schnittstellen und Protokollfehler auf. Das heißt, vielleicht fehlen irgendwelche Daten, vielleicht wird ein Abschluss von einer Teilkomponente nicht richtig gehandhabt. Also vielleicht haben wir irgendwo Probleme im Protokoll, dass das System deswegen stehen bleibt. Und das will ich im Integrationstest rauskriegen. Und je nach Komplexität des Systems kann das mal mehr, mal weniger Stufen haben. Wie gesagt, also Webshop ist sicher ganz einfach, ein Airbus A380. Da haben sie ziemlich viele Teststufen, bis sie das Ding aufintegriert haben zu einem ganzen Flugzeug. So, und jetzt danach kommt der Systemtest. Das heißt, da schauen sie sich das Gesamtsystem möglichst unter Produktivbedingungen an. Das heißt, der Systemtest ist so ihre Last Line of Defense, bevor sie liefern. Und bevor ihr System wirklich beim Kunden Schaden anrichtet oder sie sich als Studierende bei ihrem Kunden blamieren, weil die Software sofort abstürzt. Und sie versuchen jetzt in ihren Räumen als Auftragnehmer das System so weit zu testen, dass sie so tun, als wäre es bereits in Produktion, um genaue Fehler unter Produktivbedingungen rauszukriegen.
diese produktionsnahe Umgebung ist nicht ganz einfach herzustellen. Also das heißt, nehmen wir an, Sie bauen ein System, was nachher 5 Millionen Nutzer abkönnen soll, dann brauchen Sie eine Testdatenbank mit 5 Millionen Nutzerdaten drin. Und Sie dürfen die echten Nutzerdaten sicher nicht verwenden wegen Datenschutzgrundverordnung. Also das ist mit relativ hoher Sicherheit verboten. Das heißt, Sie müssen als Voraussetzung dafür zum Beispiel die Kundendaten anonymisieren oder pseudonymisieren und sowas. Also das war das Thema Datenvolumen. Möglicherweise müssen Sie mit einer realistischen Clientzahl testen. Das heißt, dann brauchen Sie vielleicht noch eine Simulation für die Clients. Vielleicht haben Sie eine spezielle Hardware, die dann da sein muss. Vielleicht haben Sie ein bestimmtes Einsatzfeld, ne, Wüste oder Nordpol oder sowas, wo Sie die Software testen müssen, weil die noch mechanische Anteile hat. Sie testen noch beim Auftragnehmer, also bei Ihnen, also das ist hier, wie gesagt, Ihre Last Line of Defense des Auftragnehmer, bevor das System an Kunden rausgeht. Und was sich da anbietet, ist, Sie versuchen eine, das können Sie auch schon für den Integrationstest machen, Sie versuchen zum Beispiel GUI-Tests zu automatisieren. Da kann man jetzt einen Smoke-Test machen beispielsweise, einfach einmal drüber testen, gucken, ob der Dialog aufgeht. Oder Sie können im Detail gucken, ob das System sich wie spezifiziert benimmt. Üblich sind da Werkzeuge wie Selenium beispielsweise oder so Ableger wie Cypress oder Alternativen wie Cypress. Oder Microsoft bietet zum Beispiel Coded UI an. Das sind alles Sachen, die hat man so in einer halben Stunde verstanden, wenn man sich eingearbeitet hat. Und dann können Sie Oberflächentests programmieren damit. Deswegen bietet sich das an, das damit zu machen. Früher war das alles viel, viel schwieriger. Jetzt mit Cypress oder Selenium kommen Sie eigentlich ganz gut durch und können die Tests mit Java sehr einfach programmieren. Auch das Thema Lasttest-Tools war lange Zeit sehr schwierig. Auch da sind sehr gute Tools in der letzten Zeit entstanden. Fragen Sie den Herrn Reimer mal nach Gatling. Das ist ein Tool, das ist wie, dieses Maschinengewehr aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Damit können Sie in Scala Lasttests programmieren. Oder JMeter ist so ein Oberflächenklick-Ubuntu-Tool, wo Sie so HTTP-Requests und andere Protokolle auf der Basis Lasttests machen können. Also damit können Sie Hintergrundlast erzeugen. Und was Sie machen, ist, Sie radeln beim Systemtest die Spezifikation ab, gucken nach, ob jeder Fall in der Spezifikation einmal erfüllt wurde. Sie radeln alle Unit-Tests, alle User-Stories nochmal ab. Oder wenn Sie eine Spezifikation haben, arbeiten Sie alle Use-Cases aus der Spezifikation durch. Und Sie versuchen natürlich, einen Lasttest zu machen oder einen Performance-Test. Wenn das Thema Skalierung eine Rolle spielt, probieren Sie aus, ob Ihr System tatsächlich so elastisch skaliert, wie Sie sich das denken. Sie testen die Datensicherheit. Vielleicht haben Sie irgendeinen mit Kali Linux, können Sie irgendeinen Penetration-Test durchführen. Sie machen vielleicht noch letzte Tests der Benutzerfreundlichkeit, weil wenn da was kaputt ist, ist es eigentlich zu spät zum Reparieren. Also muss man mit dem Benutzerfreundlichkeitstest ein bisschen früher anfangen. Und beim Zusammenspiel, das ist jetzt eine Folie, die habe ich noch aus meiner SC&M-Zeit geklaut. Also die ist sicher, na, wahrscheinlich 30 Jahre alt ungefähr. Ist aber, glaube ich, immer noch richtig. Also das heißt, was machen Sie? Sie machen Modultests, wenn Sie schwere Fehler finden, gehen Sie zurück in die Entwicklung und reparieren das. Wenn Sie keine schweren Fehler im Modultest mehr haben, dann können Sie die Komponenten aufintegrieren in den Integrationstest. Das heißt, das machen Sie dann erstmal nicht außerhalb Ihrer Entwicklermaschine, auf einer zentralen Integrationsmaschine. Wenn Sie da schwere Fehler haben, geht es wieder zurück zum Debugging und dann wieder zurück zum Modultest, dann wieder Integrationstest. Und wenn Sie da keine schweren Fehler mehr haben, dann machen Sie typischerweise sowas wie einen Code-Freeze, denn danach wollen Sie die Software stabilisieren. Was Ihnen ja nichts hilft, ist, wenn Sie die Software lang und breit testen, aber währenddessen alle Entwickler weiterentwickeln. Die können ja beim Entwickeln weitere Fehler einbauen. Und damit, das invalidiert Ihre Tests. Das heißt, Sie brauchen eigentlich einen zuverlässigen Stand der Software, wo Sie sagen, auf dessen Basis testen wir jetzt. Deswegen sind ab einem gewissen Zeitpunkt keine Änderungen mehr erlaubt. Und so dass Sie sozusagen das, was Sie dann da haben, weiter konsolidieren können. Deswegen sind irgendwann keine neuen Features, keine Änderungen erlaubt, sondern nur noch Bugfixes. Und wenn Sie in der Phase sind, können Sie Systemtests anfangen. Sie sind noch da. Wenn Sie dann schwere Fehler finden, auch dann drehen Sie noch mal eine Runde über das Bugfixing in den Integrationstest oder den Modultest. Und wenn Sie da durch sind, wenn Sie keine schweren Fehler mehr drin haben, leichte Fehler können Sie noch drin haben, je nach Fehlerpolitik. Also ich habe eigentlich nie eine Software ausgeliefert, wo keine Fehler mehr drin sind. Also das ist immer so die Diskussion von der Lieferung mit dem Kunden, was noch erlaubt ist und was nicht. Aber wenn Sie keine schweren Fehler mehr drin haben, dann stellen Sie die Software bereit zur Abnahme und dann macht der Kunde dann damit den Abnahmetest.
Das heißt, das hier ist noch alles bei Ihnen und jetzt macht der Kunde einen juristisch auch relevanten Abnahmetest, je nachdem, was für einen Vertrag Sie haben. Das heißt, Abnahmetest haben Sie vor allem bei Werkverträgen. Bei dem Werkvertrag heißt es nämlich, erst wenn Sie den Abnahmetest verstanden haben, bestanden, wenn Sie einen Abnahmetest bestanden haben, dann dürfen Sie eine Rechnung stellen. Weil erst dann haben Sie ja das Werk vollständig geliefert. Also haben Sie bei Werkverträgen, das ist so einer von den Standardverträgen, die man so macht in der Softwarebranche, ein vehementes Interesse daran, dass Sie die Abnahme bestehen. Und auch das Verfahren für die Abnahme steht im Vertrag drin, den Sie mit dem Auftraggeber geschlossen haben. Normalerweise. Also das ist ein ziemlich wichtiger Akt. Also das Abnahmetest passiert beim Auftraggeber und der versucht das System jetzt wirklich unter Produktivbedingungen zu testen, denn wenn er das System bestehen lässt, dann kann er sie im Rahmen der Gewährleistung noch an die Kandare nehmen, aber er ist jetzt spätestens dann mit im Boot, was das System angeht. Also hat auch er kein Interesse, ein fehlerhaftes System live zu schalten und dann kriegt er ja den Ärger mit seinen Benutzern und nicht mehr sie. Also dann hilft es nicht mehr, wenn man sie als Auftragnehmer diskriminiert, sondern dann sitzt der Auftraggeber mit im Boot. Also wird er da versuchen, wirklich alles rauszufinden, auch weil es eben, wie gesagt, an die Vertragserfüllung geht. Also Sie machen eine Testumgebung, wie beim Systemtest auch, in der Produktivumgebung oder produktionsnah beim Auftraggeber, also auch wieder mit anonymisierten Testdaten, vielleicht mit Live-Daten, je nachdem, was da zulässig ist, nach Datenschutzgrundverordnung. Sie versuchen, eine reale Kleinzahl zu simulieren, Sie versuchen, reale Einsatzbedingungen zu simulieren. Also wenn Sie einen Q7 bauen, fahren Sie wirklich in der Wüste durch oder in Nordnorwegen oder im Urwald und so weiter und gucken nach, kommt da Staub ins Getriebe und sowas oder regelt das Ding die Klimaanlage richtig, auch wenn es draußen plus 50 Grad hat. Also reale Einsatzbedingungen. Und Sie prüfen, wie gesagt, ob der Vertrag erfüllt ist. Wenn der erfüllt ist, darf der Auftragnehmer ja die Rechnung stellen. Und wie gesagt, die Art und Weise, wie das abläuft, steht doch im Vertrag drin, den beide abgeschlossen haben. Wie gesagt, das ist Werkvertragsrecht, das ist im BGB geregelt, also im bürgerlichen Gesetzbuch. Und was man machen kann, ist ein Probebetrieb noch, also dass man die Software schon mal probehalber für eine gewisse Testbenutzermenge, so Early Adopter oder Friendly Users einführt und die probieren die Software aus. Und ich kann auch einen Feldtest versuchen und tatsächlich eine Menge von Alpha-Testern rekrutieren, die die Software dann ausprobieren. So, soweit zum Thema Software-Test im Allgemeinen. Wir gehen jetzt nochmal speziell darauf ein, wie man so Tests plant und wie man die dann durchführt, also Testspezifikation, Testdurchführung und so weiter. Das ist so der Grundkanon, den Sie auch im Certified Tester lernen würden. Das mache ich dann im nächsten Video. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.